Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es gehen um die Sperrung patriotischer Twitter-Konten, um die Verurteilung von Deniz Yüksel zu 2 Jahren Haft in der Türkei und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um die Spitzenkandidatin der Linken zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2021. So, jetzt zur Sperrung der Twitter-Konten. Also Twitter hat die Konten der Identitären Bewegung von Martin Sellner und andere Konten aus diesem Umfeld gelöscht. So, jetzt fragt man sich natürlich, weshalb. Auf diesen Konten wurden keine Straftaten begangen. Man hat aber verstoßen gegen die Gemeinschaftsstandards von Twitter. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet darüber in ihrer Ausgabe Montag, 13. Juli 2020. Und da heißt es, eine dpa-Meldung ist übernommen, und da heißt es, die IB spricht sich gegen multikulturelle Gesellschaften aus und verbreitet rechtsextreme Verschwörungsmythen. Jetzt darf man sich also nicht einmal mehr gegen Multikulti wenden, was Merkel noch vor wenigen Jahren gemacht hat. Hat sie erklärt, Multikulti ist gescheitert, wahrscheinlich würde heute ihr Twitter-Account auch gesperrt. Und ja, was sind rechtsextreme Verschwörungsmythen, wenn ich feststelle, dass in Europa ein Bevölkerungsaustausch in vollem Gange ist, dann verbreite ich wahrscheinlich einen Verschwörungsmythos. Also das ist Unsinn. Rechtlich wäre das nicht haltbar, aber über diese Gemeinschaftsstandards von Twitter geht es anscheinend. Und das ist auch der Sinn dahinter, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Wir haben hier Monopolisten auf dem Feld der öffentlichen Meinungsbildung. Wir haben die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, das sind private Firmen, die genießen Privatautonomie, die können sich ihre Hausregeln geben, wie sie wollen, also im gewissen Rahmen. Sie können aber jedenfalls einen engeren Meinungskorridor abstecken, als das mit Gesetzen möglich ist. Da sie aber de facto Monopolisten sind, entfalten diese Regeln eine genauso starke Wirkung wie Gesetze. Was macht jemand, wenn er keinen Twitter-Account mehr hat? Es gibt kein Konkurrenzunternehmen, zu dem er gehen kann, und er kann dann in dieser Form nicht mehr publizieren, seine Meinung nicht mehr kundtun. Diese Mechanismen müssten einmal kritisiert werden, aber was macht die Mitteldeutsche Zeitung? Und jetzt komme ich zu dem Kommentar, das wird kommentiert, also auch in der Ausgabe Montag, 13. Juli auf Seite 6, wo immer die Kommentare stehen. Die Mitteldeutsche Zeitung feiert diesen Schritt und findet, es müsste jetzt noch weitergehen. Daniela Fates, Gewaltaufrufe sind keine Meinung. Die IB hat nie zu Gewalt aufgerufen, nie. Das steht auch in dieser dpa-Meldung nicht, ja. Also gegen Multikulti-Sein und rechtsextreme Verschwörungstheorien, zu vertreten, das sind keine Gewaltaufrufe. Naja, es wird einfach mal von dieser Journalistin hier, Gewaltaufrufe sind keine Meinung. Und sie fordert, dass es weitergeht. Eine Twitter-Sperre wird nicht verhindern, dass die Gruppen sich austauschen und sammeln. Es gibt andere Plattformen im Netz und sie heißt das ausdrücklich gut und feuert die Verantwortlichen an, noch weiter zu machen. Tja, so viel zum Thema Meinungsfreiheit. Interessant ist nun aber, dass, wenn es um Deniz Yüksel geht, diesen deutsch-türkischen Journalisten, der jetzt in der Türkei verurteilt wurde zu 2 Jahren wegen seiner Äußerung, wegen Beleidigung des türkischen Staates, der wird jetzt in Schutz genommen. Also diese Einschränkung der Meinungsfreiheit, diese Einschränkung der Pressefreiheit, die kritisiert man aufs Allerschärfste. Also Twitter darf unliebsame Meinungen mundtot machen. Wenn aber so Deniz Yüksel 2 Jahre Haft tritt, in der Türkei, die auch nicht absitzt, weil er hier sich aufhält bei uns, dann ist das ein Problem. Erdogans Problem ist die Demokratie. Kommentar Freitag, 17. Juli 2020 auf Seite 6. Und da wird jetzt das hohe Lied der Pressefreiheit gesungen und sich erregt über die Türkei, was der sich erlaubt, der Erdogan, der böse Despot. Dazu muss man sagen, dieser Deniz Yüksel, der hat
nicht nur die Türkei, sein Heimatland, kritisiert und beleidigt, der hat auch so ähnlich über Deutschland gesprochen. Und zwar ist er bekannt 2000 für die Aussage, der baldige Abgang der Deutschen ist Völkersterben von seiner schönsten Seite. Das hat Deniz Yüksel 2011 gesagt. Puh, da spuck ich aus vor so einer perversen Meinung und erkläre diesem Deniz Yüksel meine Verachtung dafür. Und ich finde also, auch in der AfD gab es in diesem Konflikt Türkei gegen Deniz Yüksel, gab es Stimmen, die wollten Erdogan mitkritisieren, die stimmten ein in den allgemeinen Chorus, der also jetzt in Erdogan den bösen Despoten sieht. Deniz Yüksel ist der schlimmere Feind, beziehungsweise er ist der Feind. Erdogan ist für uns schlimmstenfalls ein Gegner. Er teilt unser Wertesystem, er ist für die kulturelle Identität, er verteidigt sein Volk, seine Nation, was wir auch von einem deutschen Kanzler erwarten würden. Und natürlich steht er in Konflikt mit uns, weil er die Türken, die sich in Deutschland aufhalten, versucht zu missbrauchen, um Innenpolitik in Deutschland zu machen. Aber das ist ein Konflikt, in dem wir einem Gegner gegenüberstehen. Deniz Yüksel dagegen ist der Feind, weil er völlig andere Wertungen vertritt, eine völlig andere Weltsicht. Das ist ein internationaler Vagabund, ein Globalist, ein Völkerhasser, ein Volksverhetzer. Und wenn ich abschließend was dazu sagen darf, dann würde ich es gut finden, wenn er für solche abscheulichen Aussagen wie die Aussage zu Deutschland, dass der baldige Abgang der deutschen Völkersterben von seiner schönsten Seite sei, wenn er dafür 2 Jahre in Deutschland bekomme. So, das dazu jetzt noch abschließend zur Spitzenkandidaten der Linken. Ach, das war der Kommentar hier. Und zwar auch in der Ausgabe Montag, 13. Juli 2020. Also die Linken haben jetzt ihren Spitzenkandidaten benannt für die Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt. Es ist nicht der fade Schwätzer und Gewerkschaftsfunktionär Lippmann. Nein, also das muten sie sich dann doch nicht zu. Es wird jetzt die Eva von Angern. Ja, Eva von Angern ist mir im Grunde Schnuppe. Ich will hier nur drauf eingehen, weil das kommentiert wird in der MZ, also Montag, 13. Juli, Seite 6. Und zwar fällt da eine interessante Aussage. Der Hagen Eichler kommentiert, ein neuer Kopf, ein neuer Kurs, Fragezeichen. Und der sagt darin, es übernimmt die Generation derer, die erst nach dem Zusammenbruch der DDR erwachsen wurden und schon qua Geburt jeder Mitschuld an der SED-Diktatur unverdächtig sind. Ja, finde ich, das kann man so sehen. Kann man so sehen. Dann hätten wir aber in den 70er Jahren in der alten BRD, also wenn damals so 40-jährige, 50-jährige Politiker damals irgendwie gewählt worden sind, da hätten wir dann sagen müssen, es übernimmt jetzt die Generation derer, die erst nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erwachsen wurden und also schon qua Geburt jeder Mitschuld an der NS-Diktatur unverdächtig sind. Ja, gleiches Recht für alle, hätte ich befürwortet, aber solche Aussagen sind damals nicht gefallen, solche Aussagen fallen heute nicht. Die Schuld, die gründet in der NS-Diktatur, die zieht man wie einen Kaugummi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, während man die Schuld der SED schön abzugrenzen weiß und die Linken freispricht. Aber Eva von Angern verdient keinen Freispruch. Sie ist gefährlich. Sie ist Juristin und sie ist eine Genderistin in Nadelstreifen. Sie ist eine Gender-Stalinistin. Sie hat wie eine Löwin gekämpft für das Paritätgesetz, das in Sachsen-Anhalt Gott sei Dank nicht beschlossen wurde, anders als in Thüringen, wo es beschlossen wurde, aber dann vom Verfassungsgericht gekippt wurde. Wie dem auch sei, wir werden dieser Eva von Angern den Marsch blasen und sie kann sich auf viel Gegenwind im Wahlkampf gefasst machen. Damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag. Macht's gut.